Hallo und willkommen auf Renés Backwelt. Heute habe ich einen genialen und leckeren Apfelstreukuchen für euch. Und zwar ist er sowas von wahnsinnig einfach zubereitet. Ich glaube, einfacher geht's nicht. Ja, dann fange ich direkt mit den Zutaten an und wünsche euch viel Spaß beim Zusehen. Für den Streukuchen benötigen wir eine Tasse Mehl, eine Tasse Weizengrieß, 3/4 Tasse Zucker und 1 Teelöffel Backpulver. Des Weiteren 1,5 Kilo Äpfel, 200 Gramm kalte Butter und 1 Teelöffel Zimt. Den Inhalt der Tassen habe ich für euch abgewogen und die genauen Mengenangaben in die Infobox geschrieben. Zuerst gebe ich die trockenen Zutaten, also den Inhalt der Tassen plus das Backpulver in eine Schüssel und vermische es kräftig miteinander. Das war's dann auch schon. Nun teile ich das Gemisch in 3 Teile und dafür nehme ich dann wieder meine 3 Tassen. In diese gebe ich ungefähr gleich viel hinein. Dann geht es jetzt direkt mit den Äpfeln weiter und diese werden zuerst geschält. Nun werden die Äpfel grob geraspelt und dafür lasse ich immer gerne die Äpfel am Stück, denn so kann man sie besser greifen und raspelt sie dann bis aufs Kerngehäuse. Ein Teelöffel Zimt rühre ich jetzt noch unter die Apfelmasse. Falls ihr kein Zimt mögt, könnt ihr diesen natürlich weglassen. So, hier habe ich eine 26er Springform. Den Boden habe ich schon mit Backpapier ausgelegt und den Rand eingefettet. Und nun gebe ich den Inhalt der ersten Tasse hinein und verteile es mit Hilfe eines Löffels in der Springform. Jetzt verteile ich ungefähr die Hälfte der Apfelmasse auf den trockenen Gemisch und streiche es anschließend glatt. Jetzt kommt der Inhalt aus der zweiten Tasse, den gebe ich direkt auf die Äpfel und streiche es wieder leicht glatt. Nun verteile ich die restliche Apfelmasse samt des Apfelsaftes, der sich in der Schüssel gebildet hat, wieder auf den trockenen Zutaten. Und nun kommen wir zu der dritten und der letzten Tasse. Den Inhalt verteile ich jetzt gleichmäßig auf der Apfelmasse. Um die Butter lege ich etwas Küchenrolle, so bleiben meine Hände sauber. Und damit sich die Butter besser reiben lässt, muss sie richtig kalt sein, deswegen hatte ich sie vorher für ca. 1 Stunde im Gefrierfach. Und jetzt reibe ich sie in die Springform und verteile sie anschließend so, dass keine größeren Lücken mehr zu sehen sind. Jetzt kommt der Kuchen bei 180 Grad Ober- und Unterhitze für ca. 60 Minuten in den vorgeheizten Backofen. Die Backzeit ist um. Den Kuchen habe ich jetzt nicht komplett auskühlen lassen, denn man kann ihn auch schon warm genießen. Auf die leckere Butterkruste streue ich noch etwas Puderzucker und dann ist der Apfelstreukuchen auch schon fertig und servierbereit. Natürlich schneide ich ihn noch für euch an, damit ihr sehen könnt, wie lecker und saftig er von innen aussieht. Wie ihr sehen konntet, ist der Apfelkuchen super einfach gezaubert. Vielleicht macht ihr ihn mal nach und schreibt mir unten in die Kommentare, wie er euch geschmeckt hat. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Falls ja, könnt ihr mir gerne ein Däumchen da lassen oder ein kostenloses Abo, denn dann verpasst ihr auch kein Rezeptvideo mehr von mir. Und jetzt sage ich nur noch Tschüss, bis zum nächsten Mal.